Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Projekt von euch gewählt. Auch wenn es eher 50-50 stand, denn ich zähle nur eine Stimme und das war dann immer die erste. Will ich nur festhalten, falls jemand nachzählen gehen möchte. Stand unentschieden zwischen Digimon World 2003 und Shadow Hearts 3 From the New World. Und ich dachte mir, machen wir erstmal ein kunterbuntes kleines Spiel, was ich noch nie durchgespielt habe, weil das wird hinterher halbwegs blind. Und das ist wahrscheinlich ein bisschen interessanter als ein Spiel, was ich ja auch fast schon wieder auswendig kenne. Fast wohl bemerkt. Also ja, starten wir durch. Digimon World 2003. In Deutsch. In Deutsch. Start drücken, auch gut. In was für einer Welt leben wir, in der ich Start drücken muss? Bears. Der Completionist würde sich freuen. Ich meine ja nur. Und komische Dinge aus dem Kreis. Ich weiß nicht, was das für ein Kreis ist. Aber aus dem Kreis. Ich weiß auch nicht, ob dieses Spiel mehr Cutscenes hat als das hier, denn ich kenne nur diese eine Cutscene vom Spiel selber. Ich habe dieses Spiel, wie gesagt, nie durchgespielt, also habe ich keine Ahnung, ob es da irgendwann irgendwie irgendwas anderes noch gibt. Ich weiß nur, dass sie digitieren können. Ich kann nur sagen, von all den Digimon-RPG-mäßigen Spielen, die ich kenne, und das wären, naja, von Digimon World zu Digimon World 4, dann entweder, ja, fast alles. Ich glaube, es gibt noch mindestens eins, was nur wieder in Amerika erschienen ist, für die PlayStation 2. Das kam mit diesem, ich punche dein Digimon ins Gesicht und deswegen entwickelt sich meins. Kind of thing. Aber ja. Unabhängig davon, das hier ist mitunter das Beste für mich, denn Digimon World 1, das spielte sich wie ein Tamagotchi-Spiel. Und obwohl ich sehr gut mit meinem Tamagotchi-Spiel war, was ich noch für den Gameboy hier liegen habe, es war nie so gut, wie ich es gerne gehabt hätte. Also Digimon World. Beim Tamagotchi kam ich klar, mein Tamagotchi war awesome. Und ich war todtraurig, als es gestorben ist und dann habe ich das Spiel nie wieder angefasst, weil es da sehr, sehr alt war und groß und rumrannte wie ein Küken. Was ich toll fand. Da war ich halt traurig, dass es dann weg war. Verurteilt mich nicht. Kusanagi City, Straßenecke. Das ist unsere jetzige Location. Das werdet ihr öfter sehen, sowas. Und das ist die Ingame-Spielegrafik. Es ist eine Zukunftsstadt, wenn man so will. Sie sind spät dran. Was machen Teddy und Ivy denn bloß? Es bleibt keine Zeit mehr, um Digimon Online zu spielen. Ivy soll nicht kommen. Aber Teddy hat es natürlich herum erzählt. Er hätte sich schon vorher eine Anmeldung besorgen sollen. Ja, also wirklich. Man beachtet diese hochmodernen Autos. Ja, da war sogar ein Roller. Da war sogar ein Roller. Achtung, Achtung. Neueste Meldung. Die Europazentrale der Verbrecherbande AOA wurde von der internationalen Polizei SAP, super autonome Polizei, super awesome Polizei, entdeckt. Das Spiel wirft gerne mit Abkürzungen um sich, um den Text relativ kurz zu halten, was natürlich dann wieder Probleme gibt, wenn ich es vorlesen will, aber naja gut. Die Razzia fand gestern um Mitternacht mit Unterstützung der Armee statt. Die Anführer der AOA wurde vor Ort verhaftet. Man glaubt damit eine Verbindung zwischen den AOA und Internetterrorismus herzustellen. Ah. Okay. AOA ist doch die Gruppe, die Digimon zu Bösen angestiftet hat. Ich kann nicht glauben, dass jemand Digimon so etwas antun konnte. Konnte? Könnte? War das jetzt ein Kaufhaus oder war das jetzt eine Wohnung? Und wenn es eine Wohnung war, warum hat es dann komische Intro-Musik? Naja. Danke fürs Warten. Tut mir leid, dass wir zu spät sind. Jenna, was redest du mit dir selbst? Das ist gruselig. Na, endlich, Teddy. Warum ist denn Ivy überhaupt hier? Du sagst immer, Digimon sind für Kids. Ihr seid Kinder, oder?
Ich will Digimon Online spielen, okay? Ich habe nie gesagt, ich hasse Digimon. Ja, ich mache auch immer den Helikopter, wenn meine Freunde sich streiten, ganz klar. Junior Ivy, los jetzt, auf zum Online-Center. Ich müsste jetzt nochmal zurückspulen, aber unter Umständen ist er gerade über Rot gegangen. Der sollte sich was schämen. Das Lustige ist, ich komme mir so gleich kindisch vor, während ich das hier mache, aber das ist ein Spiel aus meiner Kindheit, was ich nie durchspielen konnte. Und das ist natürlich immer, das verfolgt einen jahrelang, ne? Und als LPer ist immer so diese Momente, wo man sagt, nee, jetzt, nee, ich mache jetzt dieses Spiel. Das ist also das Magami Online Center. Cool. Ja, mit Glasböden, wo ich Angst hätte, wahrscheinlich durchzufallen hinterher wieder. Ja, dies ist das Matrix-System. Es digitalisiert unsere Ideen und Gedanken und sendet sie ans Netz. Wie geht das wohl? Wir wissen, was dahinter steckt. Naja, was macht die beiden denn da? Los, wir richten ein Konto ein und betreten die digitale Welt. Willkommen im Magami Online Center. Dieser Service ist für Reisende in die digitale Welt. Spielt ihr zum ersten Mal Digimon Online? Yep. Bevor wir euer Konto einrichten, müsst ihr euer Partner Digimon wählen. Okay. Kein Thema. Wählt ein Starter-Pack. A, B oder C. Jedes Pack hat drei Arten von Digimon. Okay. A ist ausgeglichen. Kotomon, Renamon, Patamon. B ist ein Kraftpaket. Bonmon, Agumon, Renamon. C ist ein Maniac-Pack. Kumamon, Gilmon, Patamon. Welches der drei hättet ihr gerne? Ich kann das, was jetzt kommt, extremst nachvollziehen. Ihr werdet sehen. Was ist, Yuna? Worauf denkst du nach? Nimm ein Pack mit einem Digimon, das du magst. Den du magst, das du magst. Ja, er mag wohl Patamon, ne? Ich weiß nicht, alle Packs haben ein Digimon, das ich mag. Yep. Welches Digimon magst du denn nicht? Nimm einfach ein Pack oder ein Digimon, das du nicht magst. Es gibt keine Digimon, die ich nicht mag. Ich mag eben alle. Na gut, ich mag Patamon nicht, aber... deswegen macht es mir ein bisschen leichter. Also wenn du alle Digimon magst, gibt es doch kein Problem. Los, entscheid dich, dann können wir endlich zur digitalen Welt. Junior, hast du dich immer noch nicht entschieden? Das solltest du, aber sonst gehe ich nämlich schon mal vor. Ha? Ja, alles klar. Kein Thema. Habt ihr euch entschieden? Junior, ich lasse dich echt hier stehen. Ja. Okay, dann registriere ich jetzt euch und eure Partner, Digimon. Gosh darn it! Immer diese super coolen, fancy Illusions-Hologramm-Tastatur-Dinger. Willkommen bei Digimon Online. Jetzt beginnt die Registrierung deines Online-Accounts und Partner-Digimon. Bitte gib deine E-Mail-Adresse ein und ein Passwort. Naja, nicht wirklich. Der Account-Name ist dein Name in der digitalen Welt. Wähle dein Partner-Digimon aus einem der drei Starter-Packs aus. Der Vorgang beginnt jetzt. Okay, wir heißen natürlich nicht Junior. Holy shit. Ich weiß nicht mal, warum sie sich entschieden haben, einen Charakter... ich kann mich auch Kombi 3 nennen, aber nein, Kombi. Warum sie sich entschieden haben, einen Charakter Junior zu nennen. Das ist tatsächlich auch der Name, den er laut Wiki hat, Junior. Nicht irgendwie Shigeru Miyamoto oder so. Nein, es ist Komi. Oder in dem Fall Junior. Okay, hier hätten wir das ausgeglichen Pack. Kotomon, guter Schwertkämpfer, lernt auch zu heilen. Renamon, greift Feinde mit Blitz und Eis an. Und Patamon, der Heilungsexperte, sehr freundlich. Waffe, magische Angriffe und Heilkräfte. Gut für Teamwork. Hier hätten wir das Kraftpaket. Hat viele Gewehre, guter Schütze. Da wären wir beim Monmon. Agumon spuckt gerne Feuer, sehr angriffslustig. Und Renamon greift Feinde mit Blitz und Eis an. Für Mutige, die Angriff für die beste Verteidigung halten. Das ist natürlich, ne, mein Metier hier. Und das Maniac-Pack. Kumamon, sehr guter Nahkämpfer, er ist sehr schnell. Gilmon, gerissenes Digimon, lernt tolle Angriffe. Und Patamon, Heilungsexperte, sehr freundlich. Sie sind alle etwas eigenwillig, nur auf Patamon ist Verlass. Wir nehmen allerdings das Kraftpaket. Und damit starten wir durch. Komi mit dem Kraftpaket ist zu 100% registriert. Yeah! 'Cause I am a man! Registrierung beendet. Geht jetzt bitte in die Kammer.
Okay, Teddy, Ivy, auf in die digitale Welt. Hey, warte, Junior. Ich bin noch nicht fertig. Oh, wie traurig. Es ist ja so traurig. Ich habe lange darauf gewartet, das Spiel zu machen. Ich hoffe, man merkt, dass das mir Spaß macht. Auch wenn es mir, wie gesagt, so leicht peinlich ist. Das ist so eine merkwürdige Mischung. Wow, das ist also die Kammer des Schreckens. Jetzt kann das Spiel beginnen. Wie aufregend. Yay. Mit welchen Namen seid ihr registriert? Mit Kommi. Keine Satzzeichen. Gar nichts. Einfach nur Kommi. Ich hätte mir auch Mega-Kommi nennen können, aber wäre ja auch schwachsinnig. Bestätigt. Vielen Dank. Bitte betretet die Kammerkapsel dort drüben. Wäre denn, wenn sie es jetzt nicht gefunden hätten? Okay. Wäre ich einfach reingegangen und so, ups, ich hab ja gar keinen Namen. Ah! Okay, das wäre sinnlos. Warum steht da überhaupt überall 3? Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, oben wäre Kapsel 1, hier 2, dann 3 oder so, aber nein. Hey, geht's etwa ohne uns? Junior, warte. Zu spät, ihr Idioten. Okay, nein. Das ist jetzt der Trip in die digitale Welt. Ich weiß nur nicht, warum da steht Zugriff verweigert. Ob das normal ist? Ob jeder erst auf einen Zugriff verweigert Server kommen soll oder so? Ich weiß es nicht. Es wundert mich halt. Das ist es halt. Das große. Ganz viel halt. Welcome to Digimon World. Digimon. Da sind wir in Azuka City. Im Anmelderaum, um genau zu sein. Ist natürlich jetzt sehr spannend. Okay, nicht unbedingt, aber naja. Wow, so sieht also die Welt von Digimon Online aus. Sieht aus wie die Kammer. Naja, so ähnlich zumindest. Komm, willkommen beim Azuka Server. Hol bitte deine Digimon-Daten in der Lobby ab. Okay. Hä? Digimon? Ah, verstehe schon, ich geh schon. Digimon? Ich dachte, ich spiele hier Pokémon Online. Verdammt. Ah. Azuka City, Haupteingang. Musste ich nicht mal selber laufen. Und jetzt erlange ich das erste Mal wirklich die Kontrolle über unseren Charakter. Ich hätte vielleicht Dingens anmachen sollen, dass ich mit dem Stick laufen kann. Egal. Ah, die Matrix-Kammer ist einfach unglaublich. Wir sind tatsächlich im Netz. Ah, was du nicht sagst. Im Digimon-Labor da vorne lernen wir alles über Digimon. Beziehungsweise lehren sie alles über Digimon. Außer Digimon-Kämpfen kannst du mit deinen Karten kämpfen. Um Weltmeister zu werden, musst du bei beiden gut sein. Dang it. Kartenkämpfe. Digimon Online macht viel Spaß, ich find's echt klasse. Yeah. Ich auch. Willkommen, hier findest du Tipps zum Spielen. Diese Daten werden auf deinem Satelliten angezeigt. Ich will aber keine Daten. Soll ich dann deine Partner-Digimon rufen? Ja! Dafür bin ich da. Ich verstehe. Das ist eine Frage. Mein nur. Ich lade jetzt die Digimon-Daten von einem Satelliten. Bitte warte an der Online-Markierung auf dem Boden. Weil das cool ist. Wow, ich kann es kaum erwarten, meine Digimon zu treffen. Oh, hey, Kami. Hey, was macht ihr denn? Ihr seid so lahm. So lahm? Was? Quatsch, du bist bloß so schnell. Oder Ivy? Nein, ich hasse Kyle. Vergiss das nicht. Kyle. Oder soll man das eher Kalo sprechen? Ja, wahrscheinlich eher trotzdem Kyle. Das ist dein neuer Name? Komisch. Hört sich wie ein Männername an. Gedüst. Den habe ich mir ausgesucht, okay? Ich war zu faul und heiße weiterhin Teddy. Passt. Irgendwie. Aha! Digimon 1, Digimon 2, Digimon 3, da. Dieses Spiel wird übrigens sehr viel rumgeschneidet beinhalten. Ich sollte euch direkt vorwarnen. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass ich unglaublich viel hin und her laufen muss zwischen zwei Punkten, die dann auch mal irgendwie
vielleicht 20, 30 Minuten laufen beinhalten könnten. Nicht toll. Ah, cool, hier sind meine Digimon. Wow, wer hat sich das nur ausgedacht? Keine Ahnung, eine Spielefirma nehme ich an. Gute Frage. Hallo zusammen, ich bin Komi, freut mich sehr. Ich kämpfe toll, alle sind toll, auf geht's. Yeah. Hi Komi, lass uns alles geben. Wir wollen alle World Champ werden. Oh yeah. Okay, drei, ich verlasse mich auf euch. Los geht's. Yay! Happy Pose. Okay, ich bin weg. See you later. In Ordnung, wir teilen uns jetzt auf. Bis später. Was ja eh egal, dass ich nicht gewartet habe, ne? Wenn wir uns eh aufteilen, weil wir sagen, dann macht das doch so einen Unterschied. Ich meine ja nur. Ich meine ja nur. Ich mein's ja nicht mal böse, ich meine ja nur. Azuka City. Yeah. Ich darf immer noch nicht wirklich spielen, aber... Naja. Tama Genji. Sieh an, dich kenne ich doch nicht. Bist du neu hier? Ja, ich habe meinen Digimon gerade bekommen. Mein Digimon? Mein nee, Digimon. Wenn. Egal. Dann kämpfe ich jetzt mit dir. Mach nichts, wenn du die Regeln nicht kennst. Kannst du ja brechen. Wichtig ist dabei, Erfahrung zu sammeln. What the fuck, ey? What the fuck? Vielleicht wartet er da auch einfach nur und versucht Neulinge umzubringen, um seinen Kuwagamon zu leveln. Wir werden jetzt Schwing-Schwing einsetzen. Speer. Oh yeah! First hit. Strike dead gewonnen. Kuwagamon down. Oh yeah. Monmon hat's drauf. 4 Erfahrungspunkte für Monmon. 50 Bits. Ist nicht die Welt, aber ist auch nur der erste Tutorial-Kampf. Gewonnen! Für einen Anfänger bist du ganz gut. Du hast das Potenzial, aber World Champ zu werden. Sagt er wahrscheinlich jedem, ne? Ich kann mir das richtig vorstellen. Vielleicht ist auch ein NPC. Wird dahingestellt und dann... So, du musst verlieren. Immer verlieren. Muss sie aufbauen. Ich meine, die Sache ist, es ist ein Online-Spiel. Wenn ich in einem Online-Spiel als erstes sofort verrecke, habe ich keinen Bock mehr drauf. Armer Typ irgendwie dann. Ich meine, wenn es ein Spieler ist, umso mehr ein armer Typ, weil er dann dazu abkommandiert wurde, zu verlieren. Das ist mein Traum. Yeah. Das zu erreichen, musst du noch viel über Digimon lernen. Vor dem Verlassen der Stadt solltest du ins Digimon-Labor gehen. Digimon-Labor, mitgemacht. Vielen Dank. Hast du überhaupt eine Aktentasche? Was ist denn das? Aha, dann gehst du am besten zum Gelben Kreuzer. Dort lernst du alles Wichtige über den Kampf mit Karten. Geh jetzt, ich verlasse mich auf dich, Kleiner. Ich hab schon wieder verloren. Im Digimon-Labor, ja, hier könnten wir jetzt prinzipiell uns ein bisschen informieren. Wissen wir aber nicht. Wie soll ich meine Digimon züchten? Die Parameter unterscheiden sich je nach Zuchtmethode. Hier jetzt was über Digitation. Da jetzt Daten über einige Digimon-Digitationen. Wir können dir aber nicht alle Digimon-Digitationen beibringen. Wir bringen dir Digimon-Techniken bei. Du erhältst Tipps zum Digimon-Kampf und Digimon-Zucht. Könnte ich mich mit drüber unterhalten, aber naja, ich bin Dr. Kadomatsu, der Lehrer für Digimon-Forscher. Im Digimon-Labor tauscht und digitierst du Digimon. Gut. Ich weiß, ich könnte jetzt mehr mit ihnen reden. Aber es ist halt insofern recht uninteressant für uns. Weil er uns nur Sachen beibringen möchte. Und das ist zwar ganz schön, ja, aber nicht wirklich wichtig. Zuerst musst du nach Serio City und den Anführer besiegen. Nach Serio City geht es östlich von hier. Schön. Sehr schön. Okay, ich glaube, das Riesenproblem mit diesem Spiel ist vor allen Dingen, ihr müsst sehr, sehr genau sein mit den Leuten, mit denen ihr geredet habt, mit denen ihr reden müsst. Chicago Green. Irgendwo in der Stadt ist eine Aktion mit seltenen Items. Ja, wie kannst du teilnehmen? Wenn ihr mit jemandem nicht geredet habt, dann habt ihr unter Umständen das Problem, ja, gut, das Spiel geht nicht weiter. Und das Spiel habe ich
beziehungsweise das Problem mit dem Spiel, habe ich so, so oft. Das ruinierte mir damals das Spiel wirklich über alle Maßen. Dann habe ich es nicht mehr angefasst. Okay, das war der erste Part von Let's Play Digimon World 2003. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir Azuka City weiter erkunden und unter Umständen dann auch mal endlich, ich sag mal, mehr Gameplay haben, mehr rausrennen können. Bis dahin würde ich allerdings sagen, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.